Na, ich mache alles, was UNICEF und den UNICEF-Projekten damit natürlich hilft. Und da ich in München lebe und da Ludwig Beck uns seit 43 Jahren, unsagbaren 43 Jahren, unterstützt im Weihnachtskarten-Grußkartenverkauf für UNICEF, bin ich natürlich jedes Mal dabei, wenn ich gefragt werde. Mit dem größten Vergnügen, denn es kommt richtig viel Geld zusammen. Die Menschen kaufen Karten, auch wenn man es nicht glaubt. Schauen Sie mal, wir haben quer durch den Gemüsegarten. Das hier sieht ja aus wie so ein kleines Weihnachtsheftchen, das man verschicken kann. Hier sind die ganz schlichten mit weihnachtlichen Motiven. Wir haben die ganz klassischen mit verschneiten Winterlandschaften oder natürlich selbstverständlich mit dem Weihnachtsmann. Was auch ganz gut kommt, sind die mit raureif beflockten Rosen, die ich wunderschön finde. Und jetzt gibt es natürlich auch Modernes. Ganz vorneweg mein Lieblingskünstler Udo Lindenberg, Give Peace a Chance. Total verrückte Rocker. Dazu gibt es eine ganze Sammlung. Udo Fröhliche. Ich kaufe die jetzt auch gleich. Und hier schauen Sie mal. Pop Art in Sachen Weihnachten. Auch ganz hübsch. Das ist allerdings eine Glückwunschkarte, die man das ganze Jahr verschenken kann. Naja, und dann noch ein bisschen grafische Motive. Die in Rot, mit Kindern, mit Weihnachtsmännern, die purzeln. Da sind immer verschiedene Karten drin, eine ganze Auswahl. Und so ein bisschen amerikanisch und heile Welt. Und die wollen wir an Weihnachten auch zelebrieren.